Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der nordfriesischen Marsch mit mir, Nils Divi. So, bereits dabei, die erste Frucht hier auf der Marsch anzupflanzen. Und zwar sind das Kichererbsen. Sie sind bereits zum Ansehen. Wo sind sie? Ganz unten, hier sind sie. Vermehrungsgras und Kleegras, habe ich gedacht, dass da holen wir uns ein Grasfeld und verändern das. Mohn, habe ich gesehen, hat die KI schon angepflanzt, wobei wir von der KI sehr viele Düngeraufträge bekommen haben, aber keinen einzigen zum Ansehen, komischerweise. Sehen. Ja, seltener, das scheint ja wohl nichts wirklich zu funktionieren. Weil ich habe keinen einzigen Sehauftrag bekommen. Und es sind, wenn man guckt, rot. Linsen waren es nicht. Dann ein weiter rüber. Mohn ist angepflanzt worden. Auf 73 und 5. Und 71 auch. Ja. Neinsamen ist auf 69 angepflanzt worden. Senf wahrscheinlich noch nicht, weil noch nicht erntereif. Oder erntereif, Quatsch. Noch nicht ansehbar. Erbsen auch noch nicht. Linsen nicht, Klee, diese Hanf ist auch noch nichts zu sehen, Buchweizen. Ja, da machen wir gerade, die Feld 36, Vermehrungsgras ist auch noch nichts. Und Tabak, gut, es kann natürlich sein, dass einige noch nicht zum Ansehen sind. Aber man sieht ja hier, was alles angepflanzt ist. Was ist zum Beispiel auf? Hier sind Kartoffeln angepflanzt worden. Okay. Hier sind wir auch gerade drauf. Was ist hier angepflanzt worden? Zuckerrüben. Also bräuchten wir Zuckerrüben erstmal gar nicht selber anpflanzen. Wir müssen gucken, was... Ups, da ist auch noch einer. Wo willst du hin? Zu 63, da haben wir auch noch einen Auftrag. Zum Düngen. Wie gesagt, Düngen waren auch viele. Haben wir die immer noch? War noch mehr. Ne, die beiden anderen, die noch da waren, die großen habe ich mir schon rausgesucht. Also zwei kleine waren dann noch. Die waren dann weg. Dinkel ist im Mehlfabrik bald zu Ende und danach auch die Trauben bei der Musterei. Das fällt, glaube ich, da unten, ne? Oder das hier. Nee, das ist noch Kalk drauf. Voll mit Unkraut. Ja, ich habe noch ein bisschen Hefe verkauft. Da hatten wir eine gute Million. 400.000 habe ich jetzt mal gelassen. Wer weiß, war ja gleich ankommt und möchte noch Hefe haben. So, da sind wir richtig. Dann fahren wir ein Stück weiter. Kurs. Generieren. Drüben. Ja, wir müssen aufpassen, was die KI anpflanzt und was wir anpflanzen. Wir haben dann wieder fast 15 Millionen.
Und da könnten wir uns ja einige Felder sichern. Können wir wie hier, sag ich mal, düngen schön, nochmal ein Düngerstufe bleibt ja bestehen. Wir kriegen also fürs Düngen dann sogar noch eine Bezahlung. Das Feld wird günstiger. Ist ja auch nicht zu verachten. Du hast Kompost geholt. Okay. Nee, Kompost kommt hier nicht rein. Kompost würde ich einmal verkaufen. Bei der Gärtnerei hier vorne. Der Komposter war nämlich auch voll. Deswegen musste ich da ein bisschen was rausnehmen. Gucken, was so eine Ladung eigentlich bringt. 60.000 Kompost. Jetzt 47.000. Dann fahr mal zurück. Na, zur Werkstatt. Wir haben gesehen, wir können Zuckerrüben abholen. Warte. Zuckerrübenschnitzel. So. Dann können wir die doch mal und in die BGA reinhauen. Lose war doch richtig. Ja, Lose, ja. Und Zuckerrübenschnitzel. Dann kannst du aber unendlich fahren, bis die Zuckerfabrik leer ist. Haben wir für dich auch noch was zu tun. So, hier wird weiter Gülle verteilt. Wir sollten mal schauen. Ach, der macht hier. Nee, ich würde gerne zum hier hin. Wir haben ja hier oben stehen Kleidung und Kleidung. Okay. Zwei Paletten. Hast du schon aufgeladen? Und Weizenbier. Haben wir Weizenbier noch hier? Nee, die kommen bis. Haben wir noch Weizenbier? Nur Flaschenbier. Da. Auch zwei Paletten raus. So. Kriegen wir die verteilt? Kriegen wir die durch die Wand go? Ah. Ah, da hat es funktioniert. Hat funktioniert. Und dann fahren wir damit mal zum Holzfäller. Aber der 1 schreit nur komischerweise.
Vielleicht hätte nur pro Sorte eine gereicht, aber wir gucken mal. Da brauchen wir ja nicht mit dem ganzen LKW hinzufahren. Ups, was ist das? Ah, ich nehme mal die Spanngurte weg. So, ja gut, Kleidung wird hier nicht angenommen, das ist klar. Dann gucken wir mal hier. Nee, wir laden erstmal aus. Ja, jetzt sag nicht. Da sind sie. Dann einmal kurz. Hier haben wir nämlich noch ein paar Äpfel. Kriegen wir die jetzt hier los? Ja. Ne, das wird wahrscheinlich auch mit dem sein. Weizenbier. Und einmal Kleidung. Weil die sind ja nicht leer gelaufen. Deswegen wird von allen wahrscheinlich ein kleiner Rest stehen bleiben. Ja, sag ich ja. Wo kommt Gewitter? Es regnet. Ja, gut, dass wir nicht bei Ernte sind. Dann stellen wir die hier vorne vor. Hast schon. Die müssen wir können erstmal wieder einladen. Mal genau wieder dahin. Vielleicht kommt der Holzfäller 2 auch gleich. Hier sind die ersten Zuckerrübenschnitzel, richtig? Ja, dann können wir. Mal gehen wir hier rüber. So, die BGA anschalten. Aktivieren. Wird wahrscheinlich jetzt ein Punkt auftauchen, weil wir erst. Ja. Aber gut, mit der nächsten 2 Lieferungen sollte der auch verschwinden. Also wird hier noch mehr Strom produziert. Millionen Liter ist hier sogar Platz. Okay. So, ein Dünger. Nee, Düngerstreu ist noch nicht durch. Aber ich habe gesehen, wenn wir schon mal hier sind. Wir können auch, wir haben ja Feld, am letzten Tag Feld oder vorletzten Tag 39, da ist Unkraut drauf, habe ich glaube ich festgestellt. Ja, ist Unkraut drauf. Müssen wir also bearbeiten. Das war aber das falsche Gerät. Ja, müssen wir hin. Sollte eigentlich mit der Füllung hinkommen. Kommst du darum?
Sieht schon sehr komisch aus hier die Strecke. Was haben wir hier? Wie viel Prozent? 77%. Okay. Wir sollten auch mal nach 54 gucken. Er fährt noch. Der kommt auch hin. Ist natürlich eine Hausnummer hier. So, Feld 36 ist dabei, das Vorgewende zu machen. Wir müssen aber wahrscheinlich in die Ecken nochmal neu machen. Weil er die eine hat er als rund gemacht. Und dann, ja, machen wir 9 und 10. 10 Vermehrungsgras, 9 Klee. Oder wir nehmen hier, das wäre vielleicht noch besser, 54 und 55. Machen wir auf ein, wie teuer sind die? 300.000. Ja. Und kaufen. Ja. Können wir mit der Maschine auch, glaube ich, machen. Aber wir haben ja noch eine. Nehmen wir mal wieder den New Holland. So, jetzt schauen wir mal. Bei den nach den Früchten, da muss man noch doppelt und dreifach schauen. Wir haben gesagt, eins kommt Vermehrungsgras und einmal Kleegras. Und geht. Kleegras sollte man erkennen. Nun. Das dürfte Kleegras sein. Dann fahr mal zu Feld 54. Sorry, 74. Ja. Du solltest schon hier rumfahren. Da müssen wir noch
Daten kaufen. Processing Farming. Gekauft. Ja, macht noch mal eine Runde, okay. Wir kriegen ja Informationen, wenn er da ist. So, 63 ist so gut wie durch. Ist sogar jetzt durch. Dann können wir den auch aufhören lassen. Mineraldünger sollten wir dann auch anschalten, weil den mussten wir ausschalten, weil der schon voll war. Düngerausgang. 63, dann fährst du jetzt nach 72. Füllst dich aber bitte vorher noch auf. So, das sind die Zuckerrübenschnitzel für die BGA. So, dann können wir auch die Mission abschließen. 16.000. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Ja, die Ecken macht er ganz sauber, nur die drüben als Hund. Ja, er füllt sich erst auf. Das ist korrekt. Sollen wir noch einmal Hefe verkaufen? Komm, lass uns noch einmal Hefe verkaufen. Nach Aldi. Es wird ja auch ein bisschen was produziert. Hefe ist hier drin. Okay. Aber ich habe mal wieder nicht gestartet, ne? Ja, Hefe ist auch wieder so eine Palettengröße, die problematisch ist. Ich glaube, ich werde nicht alles reinkriegen. Also hier sieht es jetzt so aus. Aber zwei bleiben stehen. Ich setze mal raus. Nochmal, setze nochmal ab. Ach, da ist noch ein bisschen Bier. Wo hat er denn das Bier aufgesammelt? Dann kann das ja nicht funktionieren. Wo ist der vorbeigefahren? Der ist... Ach so. Halt wieder hier rein. Hier, warum liegt er hier auf der Seite? Aber der hat die vollen Paletten noch drin. Ja, jetzt hat er die eine mitgenommen. Weiß ich wieder hier an. Irgendwo ist er vorbeigefahren, hat, da stand wohl noch eine Biergeschichte. Aber der war doch gar nicht oben beim Holzfäller. Und die stehen ja auch jetzt erst da.
packen wir das einfach wieder hier rein. Und den laden wir jetzt auch aus. Der hat nämlich auch zwei Paletten Hefe aufgesammelt. So. Ich fange mal hier an. Sind auch die beiden Bins rein. Zack. Jetzt fischen wir uns erstmal hier die aus. Und wo ist die? Hier, da vorne. Und laden das mal auf. Fast alles. So haben wir jetzt. Wie sich nimmt die da, so blöd. Aber gut. Auf jeden Fall geht da jetzt nichts mehr drauf. Und wir holen die beiden Paletten hier ab. Und beenden dann die Aufladung. So. Stellen wir mal hier ab. Vielleicht kommt ja gleich vom Holzfäller so auch mal die Anforderung nach Kleidung und eben an Bier. So, wir haben aber Separator. Ah, das ist der Separator 1. Dann füllen wir den mal ein bisschen auf. Mehlfabrik ist Dinkel. Ende. Suchen. Deaktivieren. Punkt. Haben wir da auch einen Punkt weniger. Hier Mehl ist auch produziert worden. So, 54 ist fertig, abgeschlossen. Der steht auch noch hier. Dann fahren wir weiter zu Feld 50. Und wir schließen den, können den schon mal abschließen. Ist denn unser, ja, ist hier. Habe ich gar nicht so mitgekriegt. Den setzen wir hier noch mal an. So. Und dann hier schauen, nee.
ja bei den Dings. Ich hatte nämlich hier auf diesem Baumwollfeld Processing Farming Fehler, als ich das gedüngt habe. Jetzt wollte ich gucken, ob bei anderen Feldern das auch nochmal passiert. Oder ob das nur mit der Baumwolle ist. Muss ich nachher mal einen Test machen. Aber vielleicht kommt die Meldung auch, wenn ich hier zweimal drüber gehe. Achso, der hat keinen Kurs. Wir sollten auch erstmal den Kurs setzen, weil jetzt ist er meistens auf der anderen Seite, nämlich ganz. Also einige Fehler, irgendwie 720 Processing Farming hat er ja einige rausgeschmissen, aber eben nur, wenn ich hier die Baumwolle gedüngt habe. Vielleicht lag es auch am Feld. Ne, hier macht er jetzt auch nichts. Ich gehe mal eben nochmal. Der spritzt gar nicht. Ist einer denn bei am Spritzen? Ne, leider nicht. Also in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, den Stevie. Ciao, ciao.